kniet nieder vor mir, ihr Gesindel. Nein, hallo, Marito ist wieder da. So. Tropenbäume pflanzen steht jetzt mal am Programm, wenn ich denn die Setzlinge finde. Tropenbaumholz, jawohl. Denn uns ist das Holz ausgegangen. Ich mache die jetzt eben mal hier hin, ja. So. Wachst. Währenddessen werden wir kurz mal ein bisschen... Oh, hier habe ich offensichtlich Erde vergessen. Inzwischen werden wir kurz mal ein bisschen das Zeug, was wir jetzt von den Viechern, von den Monstern bekommen haben, ausräumen. Achso, das ist immer ein Bogen. Pfeile haben wir wieder bekommen. Komm, die Schere brauchen wir momentan auch nicht. Aus den zwei Äxten. Machen wir uns eine. So. Ach komm, steh um. Schon. Ah, das passiert mir so oft, ja. Dass mir der Fischer da drinnen quasi einsperrt. Der will mir einfach nicht mehr rauslassen. Das ist voll creepy, wenn es von so einem Fischer quasi in eine Hütte verschleppt wirst. Okay, der war nicht gut, ich weiß. Gluck, gluck, gluck. Da noch Fisch drin? Nein. Hier sollten wir auch mal den Ausbau fertig machen, ne? Wäre vielleicht keine blöde Idee. So, während wir auf das Tropenholz warten. Während wir auf das... Ah, siehst du, ist sie schon da. Und das geht ja schnell. Sieh doch. Da ist schon ein Bäumchen. Nehmen wir gleich mit. Da ist noch eins, schau. Die wachsen eh relativ schnell, offensichtlich. Wir müssen halt jetzt aufpassen, wir haben jetzt alle Setzlinge, was wir haben, hier verbaut, ja. Damit wir wieder welche einsammeln, so wie diesen hier. Komm, noch einer. Wette, jetzt gehe ich weg, drehe mich um und dann ist wieder ein neuer da. Nee. Egal. So, wie viel bekommen wir da raus? 56, das sind definitiv zu wenige. Naja, beim Angeln habe ich ein paar so Seerosenblätter bekommen. Die habe ich hier rein in den Brunnen gemacht. Nur, dass ihr es wisst, ja. Dass wir das auch besprochen hätten, weil ich es gerade wieder sehe. Was wollte ich jetzt machen? Sapperlot habe ich. Hier ist wieder ein Setzling. Drüben ist auch einer. Was wollte ich jetzt machen? Manno. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, fällt es gerade wirklich nicht mehr ein. Schaut doch schön aus. Siehst du schön, unsere Bürgermeistervilla. So, da oben ist eh noch nichts gespawnt, hoffentlich. Hat es ja geklappt, wie ich da den Rauch gesehen habe. Oh, meine Güte.
habe ich es kurz mit der Angst bekommen. So. Der muss halt immer dabei sein, oder? Der blockt dem, was man drunter setzt. So, gleich wieder ausleuchten. Das dachte ich schon, ich hätte dazu gemacht. Machen wir Schlafzimmer oben oder unten? Ich weiß es nicht. Oben haben wir halt das Problem beim Schlafzimmer. Ich meine, wir haben jetzt schon unser Esszimmer. Wir brauchen ein Wohnzimmer. Unser. Ach, da könnte man eigentlich eh ganz runter auch. Wir haben unser Wohnzimmer. Die Sonne geht gleich wieder unter. Wir schauen mal, wie sich das ergibt. Wir machen einfach im zweiten OG oder im ersten OG jetzt weiter. Vielleicht machen wir oben so ein Bücherzimmer oder was, so eine kleine Bibliothek. Warum wächst hier nichts? Sapalot, Bäume wachst. Den Bambus müssen wir dann auch mal abernten. Da werden wir uns, glaube ich, in der Mine einfach eine... Was ist mit ihm? Warum läuft er so wie ein aufgescheuchtes Huhn hier rundherum? Wer bist du? Ein Fischer. Schlafen jetzt hier wie im Urhaus. Du kannst nur nachts schlafen. Ich hasse das. Warum kann man hier nicht unter Tag schlafen? So wie im echten Leben. Oh Mann! Ah, endlich. Es zahlt sich ja dann einfach nicht mehr aus, irgendwas zu tun. So, und da haben wir wieder ein Bäumelein. Schüttelt ab die Träumelein. Die Ranken kann ich wieder mal ein bisschen mit der Schere sammeln. Denn mir ist unsere Stadt momentan noch viel zu modern irgendwie. Ja? So, die Mittelalterhäuser waren ja alle früher, oder früher halt im Mittelalter, waren die Häuser immer alle total zugewachsen und verwachsen. Das müssen wir hier auch noch etwas anpassen. So, und das sind mit den nächsten Bäumen. Geht schon, geht schon, geht schon. Wir haben Stress. Ich würde gerne in dieser Aufnahmesession noch mehr machen als nur das Bürgermeisterhaus. Ja, in den nächsten Aufnahmen, was habe ich generell noch so vor, diese Session? Ich möchte auch ein bisschen wieder in die Mine, in der Mine gehen. Sprich, hier einfach eine weitere Etage dann erkunden mit euch. Das wäre so mein Plan. Und ja, sonst eigentlich hauptsächlich bauen. Hauptsächlich möchte ich in dieser Session bauen. Wir haben ja unten noch drei Baustellen. Davon wird eins unser Wohnhaus für die anderen Schmiede werden. Und deren Familien und eben ein Haus, ein allgemeines Bürgerhaus nochmal. So haben wir jetzt alle. Yay! Da ist er. Hier wieder rauf und gleich wieder ausleuchten. So, ich denke, hier ist es hell genug, oder? Gut, oh, siehst du, hier haben wir uns auch noch einen verbaut. Sieh doch.
Haben wir noch irgendwo Beton? Weiße Wolle. Einen Bogen behalten wir. Okay, da sind wir voll. Okay, doki. Ach, das Hin- und Herlaufen ist schon anstrengend. Vielleicht sollten wir uns hier mal eine geheime Abkürzung runtermachen oder so. Doch wissen wir halt nicht, ob wir bei der nächsten Bürgermeisterwahl auch wieder zum Bürgermeister gewählt werden würden. So, wo haben wir Beton? Hatten wir immer hier, ja. Ich hoffe, damit kommen wir aus. Hier wieder dieses ominöse Geräusch. So, und wie machen wir hier die Räume? Brauchen noch Fichtenstamm. Fichtenstamm. Da. Also du kommst hier quasi so rauf, ja. Dann hast du mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, hast du nicht. Hier. Dein Zimmer, dein Zimmer. Wie kommst du aber da nach hinten? Das ist ein bisschen schmaler Grat. Nee, das passt so nicht. Oder man macht hier so, man sagt, man macht hier eigentlich nur 1, 2, 3 Zimmer. Ach komm, das Schlafzimmer wird da drüben. Hallo? Nee, das Schlafzimmer wird nicht da. Im Schlafzimmer hätte ich gerne einen Kamin. Das heißt, das hier wird das Schlafzimmer. Ja? Also was hier jetzt angezeichnet wird, wird unser Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer. Nee, das sollte schon bis ganz nach außen gehen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Ah, deswegen. Hier haben wir 5er Breite und eine 3er Treppe hoch. Dann könnten wir hier eigentlich ein großes Wohnzimmer auf dieser Seite machen, mit hier einem Durchzugszimmer. Achso, wir brauchen die Treppe nach oben ja auch noch. Die Treppe nach oben benötigen wir auch noch. Die würde ich aber direkt eigentlich hier gerne dran machen. Machen wir das mal. Auch wieder mit roten Akazienstufen. So, Fichtenholztreppen. 1, 2, 3. Dann fällt hier schon mal dieser Platz weg. So. So, muss man noch eine Reihe wegnehmen. Dann sind wir hier oben. Und da oben wird man dich loben. Okay. Ich
sind wir dann oben. Ach, ich weiß echt nicht, was ich da oben machen soll. Andererseits wird mir das als Schlafzimmer, glaube ich, auf Dauer einfach zu klein werden. Denke ich jetzt mal, so als Bürgermeister. Und wenn wir hier eben den Wellnessraum hier machen, hier mit dem schönen Ausblick, mit den vielen Fenstern, hier unser Jacuzzi. Komm, da machen wir unser Jacuzzi hier. Haben wir Fichtenholz? Hier haben wir, glaube ich, Fichtenholz, oder? Ja, definitiv ein alteres Holz. Machen wir es mal weg. Fichtenholzbretter. Das Gerüst können wir gleich hier wieder dazu geben. Den Jacuzzi, den wollten wir doch aus Granitstufen machen. Graniterde. Habe ich den polierten Granit denn schon wieder mit runtergenommen? Mann, das Hin- und Herlaufen, das ist schon ein bisschen anstrengend. Und vor allem, das wird ja nicht weniger. Je mehr unsere Stadt wächst, desto mehr laufen wir hin und her. Das heißt, wir brauchen dann... Zum einen müssen wir... Granit. Na, wo bin ich denn? Polierter Ander... Komm, warte mal. Warte mal. Diorit... So, warte mal. Mir gefallen ja dieser Diorit und Andesit, wenn diese poliert sind, sehr, sehr gut mit diesem Texturenpaket. Schauen wir uns eben nochmal an, wie denn ein Pool da aussehen würde. Aber für den Pool müssen wir sowieso zwei hoch werden. Und mach mal die Fackeln hier jetzt an die Wand. So. Wie würde es denn aussehen? Man hier. Jetzt zwei freilassen. Und dann wäre der ziemlich klein, ne? Dann sorry Leute, ich muss wegen einem dringenden Telefonat diese Aufnahme jetzt leider beenden und wir sehen uns in der nächsten. Ciao, Papa.